So, wir sind jetzt auf der Anlage und da ist schon der Thomas, unser Skipper, und der Stefan. Und wir werden sie jetzt den Schützengraben anschauen. Ja. Und dann geht's hinein. Und dann gehen wir rein, ja? Passt. Also wir sind da jetzt im Schützengraben. Da jetzt rausschauen. Sieht man schön drüber. Und man sieht da ein bisschen, dass da vorne überall Stacheldraht ist. Das war praktisch die Nahbereichssicherung von dieser Küstenartillerie. Es geht eigentlich rundum fast, gell, der Weg, kann man sagen, ja. Also der Schützengraben. Ja. Man kann auch noch dazu sagen, dass wie das aktiv war, waren noch mehr Bäume als jetzt sogar, weil es ja versteckt sein hat sollen. Und da gab es eine Organisation, wo man wirklich dann innerhalb von einer halben Stunde die gesamte Mannschaft rausbeordert hätte, um die Bäume fällen im Angriffsfall. Da sieht man schon mal einen Eingang, ne? Geht es da jetzt ein Stockwerk oder eigentlich zwei Stockwerke runter? Zwei. Zwei Stockwerke, ja. Geht es da runter. Ja, das sehen wir dann später zum Schluss. Die Betondecke ist 6 Meter dick an der dünnsten Stelle. Die Betondecke ist? 6 Meter dick an der dünnsten Stelle. Okay, also das ist schon ein bisschen was. Also da sind wir jetzt bei der Minenstation angekommen. Was hat uns denn da gemacht, Thomas? Also das ist die Minenstation da drunter. Die ist auch verbunden mit einem Tunnel, mit einem Artilleriestützpunkt. Da außerhalb ist die Fahrrinne nach Stockholm rein. Die war miniert die ganze Zeit. Nur zu dem Zeitpunkt waren die Minen noch nicht automatisiert. Dementsprechend hat man da vorne unter der Metallkuppel den Ausguck, wo man dann manuell die Minen gezündet hätte, wenn der Feind drüber fährt. Die Sabrina braucht einen Ladeschützen, so wie es ausschaut. Ja, Munitionslore. Die Schienen waren, dass man die Geschütze praktisch verstecken hat können, oder Thomas? Verstecken und in die richtige Position bringen. Also da oben sieht man eben das Artilleriegeschütz, dahinter ist noch eines. Und das war eine Vorrichtung für den Suchscheinwerfer. Dann hätte man von hier unten eben raufgezogen. Dann hätte er da praktisch alles beleuchtet. Ja, und wenn man da jetzt reinschaut, dann haben wir jetzt da einmal schon einen Scheinwerfer gefunden, von dem, was oben die Rede war. Das ist der Suchscheinwerfer. Auch ans Schienensystem angeschlossen.
So, wir bewegen uns jetzt Richtung Eingang dieser Anlage. Da hinten kann man auch schon die ersten Schießscharten sehen, waren zur Nahverteidigung. Ne? Ja. Ja, und jetzt werde ich euch noch einmal die Hauptgänge zeigen. Ja. Und wenn ihr euch das Ganze ein bisschen genauer anschauen wollt, dann müsst ihr es beim Thomas buchen. Der kann euch das Ganze auch in Deutsch, ja, gerne. In Deutsch erklären und euch da durchführen. Ja. Mit einer super coolen Schiffstour. Einfach ein bisschen, dass man die Dimensionen erkennt. Ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten, sonst wäre ja doch hier etwas spoilern. Also richtig, richtig fette Dimensionen, also Wahnsinn.